Es gibt drei große universale Quellen, die uns Kunde geben von unserem Herrn. Eine ist das Buch des Universums. Eine weitere ist der, mit dem der Friede und Segen sei. Das Siegel des Propheten, das größte Zeichen in diesem großen Buch. Eine weitere, der hochehrwürdige Koran. Nun wenden wir uns zu den Ungläubigen, der da als ein Zuhörer sitzt. Und es kommt uns der Gedanke, dass dieser Ungläubige in seinem Herzen sagen könnte: Ich erkenne Gott nicht an, ich weiß nichts von einem Propheten. Wir aber sagen, da es nun einmal dieses Universum gibt und alle Dinge in ihm ihr Dasein haben und alles in ihm sich ereignet und ins Leben gerufen wird und da nun einmal eine ordnungsgemäße Handlungsweise nicht zustande kommen kann, ohne den, der sie veranlasst hat, ein sinnvolles Buch nicht ohne einen Verfasser und ein Kunstwerk nicht ohne einen Künstler sein kann, müssen sicherlich auch alle diese Handlungen voller Weisheit, die den ganzen Kosmos erfüllen, jemanden haben, der da handelt. Und es gibt für die bewunderungswürdigen Kunstwerke und die sinnvollen Briefe, die sich von Jahreszeit zu Jahreszeit auf den Antlitz der Erde erneuern, einen Verfasser und einen Künstler. Außerdem sehen wir, dass sich die verschiedenen Arten des Seins tausendfach besser geordnet unter einem Befehl bewegen als ein Heer. Angefangen von den wohlgeordneten Bewegungen der Sterne, der Sonne und des Mondes. Bis zu den Mandelblüten hin zeigen sich alle Arten mit den Ehrenzeichen und Orden in der schönen Kleidung, die der Allmächtige, Urewige ihnen geschenkt hat. Und sie führen die ihnen vorgeschriebenen Bewegungen tausendfach besser geordnet und vollkommener aus als ein Heer Soldaten. Da dies nun einmal so ist, hat dieser Kosmos hinter dem Schleier des Verborgenen einen absoluten Herrscher, von dessen Kommando alles, was da ist, im Universum abhängig ist und dessen Kommando alle Dinge folgen. Zu diesem Zweck wird er einen unter diesen mit Bewusstsein begabten Wesen damit beauftragen, seine Herrschaft öffentlich zu verkünden. Um die Kunstwerke, die ihm lieb sind, zu erklären, wird er einen öffentlichen Ausrufer ernennen und ihm die Ehre erweisen, vor seine Audienz zu treten. Und er wird ihn zu seinem Werkzeug machen, diesen Auftrag zu erfüllen, um seine Vollkommenheit zu offenbaren und um seine erhabenen Ziele allen mit Bewusstsein begabten Wesen mitzuteilen, wird er einen von ihnen zum Lehrer ernennen. In jedem Fall wird er einen Wegführer ernennen, damit die tiefe Wahrheit, die er im Kosmos angelegt hat, und der Sinn seiner Herrschaft, der in allem Sein verborgen ist, nicht unentdeckt bleibe. Er wird einen Wegführer ernennen, der über seine Absichten mit den schönen Kunstwerken unterrichten soll, die er zeigt und den Augen der Betrachter darbietet, damit seine Absichten nicht erfolglos und ohne Wirkung bleiben. Außerdem wird er einem, der seinen Willen den mit Bewusstsein begabten Wesen übermitteln soll, in eine hohe Stellung über all den mit Bewusstsein begabten Wesen versetzen, ihn über die Art unterweisen, wie sie seinen Willen erfüllen können und ihn dann zu ihnen senden. Da sich nun einmal die Wahrheit und die Weisheit in dieser Weise herausstellt, ist es Muhammad, mit dem Friede und Segen sei, der für diese Aufgaben am besten geeignet ist. Denn tatsächlich hat er diese Aufgabe in bester Form erfüllt. Die islamische Welt, die er geformt hat, und das Licht des Islam, das er zeigte, ist ein berechtigtes und zuverlässiges Zeugnis dafür. Weil das so ist, ist es auch notwendig, dass diese Persönlichkeit unmittelbar über die ganze Schöpfung emporsteigt, das ganze Sein überschreitet und einen Rang erhoben wird, von wo aus er mit dem Schöpfer alles Geschaffene ein allgemeines, erhabenes und allumfassendes Gespräch führen kann. Zusammenfassung: Da der Schöpfer nun einmal den gewaltigen Kosmos für viele gewaltige Zwecke und viele bedeutende Ziele, wie die oben erwähnten, in dieser Form erbaut, geordnet und verziert hat, und da es nun einmal mitten in allem Sein das Menschengeschlecht gibt, dass diese allgemeine Herrschaft in all ihren Einzelheiten und dieses gewaltige Reich Gottes mit all seinen Gegebenheiten erfahren kann,
wird dieser Herrscher sicherlich auch mit den Menschen sprechen und ihnen seine Ziele mitteilen. Da sich aber nun einmal nicht jeder Mensch von seinen eigenen, kleinlichen, unbedeutenden, niederen Dingen befreien kann, um zu seinem höchsten Rang, einer universellen, überpersönlichen Ebene emporzusteigen und somit die Ansprache dieses Herrschers an alle nicht persönlich empfangen kann, werden mit Sicherheit einige besondere Persönlichkeiten unter den Menschen mit dieser Aufgabe beauftragt, welche mit zwei Aspekten verbunden ist. Sie sollen einerseits Menschen sein, um Lehrer der Menschen sein zu können, als andererseits auch geistig besonders hochstehend sein, damit sie die Ansprache Gottes unmittelbar empfangen können. Darum ist also nun Mohammed, mit dem Friede und Segen sei, derjenige unter den Menschen, der die Ziele des Schöpfers dieser Welt auf vollkommener Weise erklärt, die tiefe Wahrheit dieses Kosmos zeigt, das Rätsel dieser Schöpfung enthüllt und für die Schönheit der herrschaftlichen Durchführungen auf beste Weise als öffentlicher Ausruf verdient. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.